Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Meine Überschrift für diese Predigt ist der christliche Irrtum. Neulich fragte mich jemand, was denn die Bedeutung der Farben unserer Deutschlandfahne seien. Schwarz, Rot, Gold. Denn das sei eine Frage bei der Einbürgerung. Das wusste ich nicht, musste ich nachschlagen. Dann habe ich mich schlau gemacht und gefunden, dass Anfang des 19. Jahrhunderts es überall Freikorps gab, schlagende Verbindung von Studenten, die sich aufmachten, um gegen die französische Besatzung zu kämpfen. Alle in unterschiedlichen Klamotten. Dann haben die gemerkt, das bringt nichts. Wir haben ein gemeinsames Ziel, dann brauchen wir auch eine Uniform, an der wir uns erkennen können, dass wir auf der richtigen Seite stehen. Und dann haben sie sich auf Schwarz geeinigt, haben also ihre Uniform gefärbt, wenn sie das nicht schon in Schwarz waren, mit roter Paspel und Messingknöpfen. Und dann haben sie im Nachhinein diesen drei Farben folgende Bedeutung gegeben. Aus schwarzer Knechtschaft durch blutigen Kampf zum goldenen Licht der Freiheit. Und was hat das nun mit Christlichem zu tun? Mein Opa war Soldat im Ersten Weltkrieg und auf seinem Koppelschloss stand Gott mit uns. Und ich habe noch eine alte Postkarte gefunden, schönes Bild, so ein bisschen vergilbt, da stand drauf, drauf mit Gott. Was hat das nun mit Christus, von dem wir vorhin ja auch den Wochenspruch gehört haben, dem Friedefürsten zu tun? Nichts. Nun waren aber sowohl die Gegner, zum Beispiel Franzosen, Belgier, Holländer, Russen, auch Christen, auch getauft, auch mit Gott. Und wenn nicht, kann ja sein, dass auch Ungetaufte dabei waren, heißt es doch, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Natürlich könnte man sagen, also mit der Bergpredigt kannst du doch keine Kriege gewinnen. Das ist doch albern, das geht doch nicht. Aber mit der Illusion, dass man nur Frieden hat, wenn alle Feinde besiegt sind, wird nicht klappen. Obwohl dieser Traum auch schon im Alten Testament geträumt wurde. Frieden hat man, wenn rundherum alle Feinde besiegt sind. Ein unrealistischer Wunschtraum. Wie konnte es aber so weit kommen, dass Christen oder besser gesagt Getaufte, andere, getauft oder nicht getauft, bis aufs Messer bekämpfen, wie heute zum Beispiel in der Ukraine? Ich habe noch mal nachgelesen. In der Bevölkerung der Ukraine sind über 84% Christen. Über 84%. Und in der Bevölkerung Russlands sind über 75% Christen. Wie kann das angehen, dass Christen sich wie in der Deutschlandfahne bis aufs Blut bekämpfen? Auf Jesus Christus kann man sich dabei nicht berufen. Aber christlich
war das schon, in Anführungsstrichen. Denn das geht weit zurück, bis ins Römische Reich, wo der Kaiser Konstantin das Christentum zur Staatsreligion erhob und damit die Kirche zum Dreh- und Angelpunkt wurde, geschickt genutzt als Instrument, alle seine Völker unter seine Herrschaft zu einigen. Und im Laufe der Jahrhunderte zählte nur noch das Christentum. Alle anderen hatten verloren. Und man konnte sich sogar auf die Bibel berufen, auf den sogenannten Taufbefehl in Matthäus 28. Also, ab Konstantin waren alle zum Reich gehörenden und darüber hinaus zu Christen gemacht. Aber das Abhängigkeitsverhältnis von Untergebenen, von einfachen Leuten zu ihren Herren, ließ gar nichts anderes zu. Das finden wir auch schon in der Apostelgeschichte. Ihr kennt vielleicht die Geschichte vom Kerkermeister, der bekehrt wurde, und auch von Lydia, die bekehrt wurde, beides durch Paulus. Und da hieß es dann, und das ganze Haus ließ sich taufen. Das ganze Haus, nicht nur der Kerkermeister und Lydia, sondern alle. Das heißt, das war damals üblich, dass die Untergebenen einfach das machten, was der Chef sagt. Und nun könnt ihr euch vorstellen, dann ist der Herrschaftsbereich hier ja nur ein Haus. Aber wenn der Herrschaftsbereich eines Fürsten oder eines Kaisers größer ist, vollkommen klar, gehören alle dazu. Automatisch. Und das ging so weit, dass bis in das Jahr 2000 sämtliche Menschen, die in Schweden geboren wurden, automatisch Mitglied der christlichen Kirche Schwedens wurden. Automatisch. Und in den muslimischen Ländern ist das, was deren Glauben angeht, bis heute so. Automatisch sind die dabei. Und wie ihr ja wisst, was die Juden angeht, die sind automatisch Juden aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihres Blutes. Automatisch. Also nicht durch irgendwelche Erkenntnisse oder so. Aber das Ursprüngliche unseres Glaubens, des Christusglaubens, war ganz anders. Da, wenn wir nochmal dran denken, Jesus ist auch getauft worden von Johannes. Taufe war als Antwort zu verstehen auf den Ruf zur Umkehr, zur Buße und dann als Bekräftigung, nun durch die Vergebung mit Gott ein neues Leben zu beginnen. Und das ist durch diese Automatik völlig ausgehebelt. Auch bei uns. Und immerhin hat Jesus nicht irgendwelchen Germanen oder Heiden oder wie auch immer gepredigt, sondern er ist zu seinem Volk, zum Volk Israel gekommen. Und das waren fromme Leute. Und denen hat Jesus gepredigt, sie sollten umkehren. Das gilt natürlich uns erst recht. Umkehren von dem Leben, was wir bisher gelebt haben. Das war also das Christliche, die automatische Mitgliedschaft im Abendland, dass alle mitmachen mussten, mit blutigen, ja mörderischen Auswirkungen, hier bei uns und anderswo, auch auf andere Kontinente übertragen, wie in Afrika, Nord-, Mittel- und Südamerika, Vernichtung der Inka- und Maya-Kulturen und das Schlimmste ist eine fanatische Bekämpfung der Juden als Jesusmörder, jahrtausendlang. Wenn das christlich ist, bin ich nicht christlich. Was ist denn christlich? Zum Beispiel an einer Gesellschaft, an einer Partei. Das sogenannte christliche Menschenbild, also Gott mit uns, haut drauf mit Gott bei der Staatsmacht. Ja, das ist in Anführungszeichen christlich. Wie schon Luther, der Stammvater unserer Kirche, es in seiner Zwei-Reiche-Lehre beschreibt, im Auftrage Gottes für den Staat das Schwert zu führen.
Also, der Staat ist aus der Sicht Luthers befugt, das Schwert zu führen, und zwar im Auftrage Jesu. Für mich ein christliches Missverständnis. Denn das absolut Radikale und Umwerfende der Botschaft Jesu ist die Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit Gottes in seiner Vergebung, auch jedem Mörder, zum Beispiel denen, die mit Jesus gekreuzigt wurden, das waren Mörder, in seiner Liebe zu uns, die uns dann überwältigt, auch so zu handeln, wie in der Bergpredigt. Denn nett sein zu seinen Freunden und Gleichgesinnten, das sind auch alle anderen. Das könnt ihr auf der ganzen Welt finden. Man ist nett zu seiner Familie, seinen Freunden, den Gleichgesinnten. Wer ist das nicht? Also mit der Bezeichnung, ich bin Christ oder ich bin christlich oder ich bin getauft, kann ich nichts anfangen. Mit diesen Begriffen ist in den letzten 2000 Jahren zu viel geschehen, was nicht zu meinem Glauben passt. Was nichts anderes ist, als was alle anderen auch machen. Und das Einmalige der Botschaft Jesu für sein Volk Israel und durch dieses Volk, auch für uns, die Nichtjuden, ist keine politische Revolution. Ist keine politische Revolution. Hat aber auch gar nichts mit Staatsmacht zu tun. Töten für den Staat im Auftrage Gottes hat nichts mit Jesu Botschaft zu tun, sondern Jesu Botschaft ist die Vollendung der Botschaft, die schon auch im Alten Testament verkündet wurde. Wir sind Mitglieder, ja Kinder und Erben des Reiches Gottes. Und dieses Reich ist nicht von dieser Welt. Muss nicht erobert werden, mit Blut erkämpft. Ja, kann nicht von dieser Welt sein. Aber dieses Reich nimmt jetzt schon Gestalt an, seit Jesus durch Gottes Geist in den Herzen der Menschen. Also auch bei uns. Das ist, finde ich, der Grund zur Freude, dass wir nicht auf irgendetwas warten müssen, was irgendwann kommt, sondern was jetzt schon da ist. Ein Grund zum Frieden mit Gott und mit unseren Mitmenschen. Wenn wir unsere Bekehrung zu Gott und seine Vergebung in uns wirken lassen, können wir dann noch für ein materielles Reich, für einen Staat im Namen Gottes kämpfen? Hat etwa Jesus für sein Volk, immerhin für sein Volk, und sein Volk war Gottes Volk, ist es immer noch, eben Israel, hat Jesus für die Freiheit gegen die Römer gekämpft? Nein, hat er nicht. Also gilt das auch für seine Nachfolger, Herr Luther. Wir sind nicht durch Jesus dazu berufen, für unseren Staat, unser Land, unser Volk zu kämpfen. Auch nicht für die sogenannte Freiheit. Das sind Menschenopfer, wie für einen Götzen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Friedefürsten. Amen.